20 Minuten westlich von Mittersee liegt Bramberg am Wildkogel. Die Gemeinde ist, wie es große Schilder an der Ortsanfahrt vermuten lassen, seit 2010 mit der Wildkogel Arena verbunden und ist neben Neukirchen am Großen Wediger Ausgangspunkt des Skigebiets. Mit der Wildkugelbahn in Neukirchen hat das Skigebiet seit 1991 bereits eine komfortable und leistungsstarke Zubringerbahn. Um jedoch das touristisch geprägte Bramberg direkt anzuschließen und damit den Umweg über Neukirchen zu sparen, erhält die Firma Leitner den Auftrag zum Bau einer Achterkabinenbahn, welche über zwei insgesamt ca. 4400 Meter lange Sektionen vom Ort bis an den Wildkugel führen soll. Leitner ist in der Wildkugel Arena kein unbekannter Name. Seit 1995 setzt das Skigebiet zunehmend auf die Seilbahn der Firma aus Südtirol. Mit der Smaragdbahn konnte Leitner dann auch erstmals neben kuppelbaren Vierer- und Sechsersesselbahn eine Gondelbahn hier installieren. Die Talstation ist in einem Kassengebäude integriert. Hier ist auch ein Bahnhof für den Großteil der Kabinen. Zum Einsatz kommt hier, typisch für Leitner, Sigmas Kabinenmodell Diamond. Passend zum Namen der Bahn sind die Kabinen grün. Als Klemme kommt das Modell Euro zum Einsatz, welches Leitner und Puma seit Ende der 90er Jahre nutzen. Die Trasse verläuft untypisch nicht direkt den Berg hinauf, sondern überwindet bis zur Mittelstation ihre knapp 800 Höhenmeter etwas quer zum Hang. Dabei werden einige etwas längere Spannfelder befahren. Die Mittelstation ist architektonisch wenig interessant. Leitners typische Kompaktstation mit abgerundeten Dächern kommen in Schwarz-Grün daher. Der Antrieb der ersten Sektionen ist auch hier gelegen, während das Seil in der Talstation hydraulisch gespannt wird. Die etwas kürzere zweite Sektion hat eine eher langweilige Trasse. Überwunden werden hier bis zur Bergstation 477 Höhenmeter.
Die Bergstation ist nach ca. 12,5 Minuten erreicht. Wie auch bei der ersten Sektion ist der leitnertypische Leiseantrieb in der jeweiligen Bergstation untergebracht. Der Bahnsteig ist seit neuestem überdacht und auch eine Garage findet sich hier seit der Sommersaison 2020 an. Grund dafür ist eine Kapazitätserhöhung, welche die gesamte Anzahl der Kabinen von 94 auf 114 steigerte. Erkennbar sind die Kabinen an ihrer Nummerierung, welche bei den neuen Kabinen schwarz gedruckt ist, während hingegen die alten Kabinen weiße Ziffern haben. Seit der Überholung kann nun eine Förderleistung von 2000 Personen pro Stunde erreicht werden.